Hallo, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir hier in unserer Community. Warum ist gerade jetzt der richtige Zeitpunkt, deinen Seelenplan zu entdecken? Hallo, liebe Regina, hallo, liebe Edeltraut. Wunderschönen guten Abend. Ja, lass uns doch mal drüber sprechen, warum gerade jetzt der richtige Zeitpunkt ist, deinen Seelenplan zu entdecken. Also, mir liegt es wirklich fern, auf diesem Corona-Virus und was auch immer da draußen dargestellt ist, was eigentlich ganz anders ist, als es draußen dargestellt wird, darum zu reiten. Das liegt mir wirklich fern. Mit einem Aber. Du bist ja hier in der Gruppe, weil du auf der Suche bist nach deinem Ding. Nach dem, was dich ausmacht, was deiner Lebensaufgabe entspricht. Hallo, liebe Gabriele. Deinem Seelenplan, deinem Ding, egal wie wir das Kind jetzt da einfach nennen. Das hatte ich ja mal angesprochen, du bist auf der Suche und deshalb bist du ja mal hier in die Gruppe gekommen, ja? Und die Zeit da draußen ist ja nun mal wirklich sehr herausfordernd. Was auch immer jetzt dahinter steckt, wie gesagt, ich möchte jetzt nicht da politisch werden und mich da zu Dingen äußern, aber was immer da dahinter steckt auch, es gibt immer die Möglichkeit, egal was was ist, auch wenn uns, wenn das Schicksal uns so richtig heftig beutelt mit irgendwelchen Dingen, egal. Hinter allem verbirgt sich letzten Endes immer ein Geschenk, eine Chance, wenn wir sie denn erkennen. Erster Schritt. Zweiter Schritt, wenn wir sie ergreifen. Und dritter Schritt, wenn wir ins Handeln kommen und entsprechend umsetzen. Sonst passiert nichts. Sonst werden wir uns immer ausgeliefert fühlen. Und auch immer ausgeliefert sein. Und welche große Chance, Entschuldigung, muss man einen Schluck Wasser trinken. Liebe Christine, guten Abend. Welche große Chance verbirgt sich denn für dich jetzt hinter diesem ganzen Corona-Thema, was da draußen jetzt gerade abgeht? Ich meine, das ist ja einfach nur im Prinzip, wird wieder vorbeigehen, wird in die Geschichte eingehen und dann, ja. Okay, aber welche Chance verbirgt sich denn für dich dahinter? Ich weiß ja nicht, in welcher Situation du gerade bist. Vielleicht bist du noch in der Situation, dass du Kinder hast, dass du Schulkinder hast oder auch Kindergartenkinder, je nachdem. Und bist du im Moment davon betroffen, dass ja deine Kinder jetzt plötzlich zu Hause sind, weil die Schulen geschlossen sind und du eigentlich müsstest arbeiten gehen? Oder du bist in der Situation, dass du im Job bist und Homeoffice wäre schön, aber funktioniert nicht, weil, weil, weil. Oder du bist gefühlt dein ganzes Leben schon auf der Suche nach deinem Ding. Weinst eigentlich innerlich bittere Tränen, weil du dich fragst, warum funktioniert das bei anderen da draußen und bei mir funktioniert es nicht? Ich würde doch auch endlich mal gerne aus dieser ganzen Chose, aus diesem Dilemma. Ich habe das bei mir früher immer so als Schlamassel bezeichnet. Ich will da jetzt endlich auch mal raus. Ganz gleich, in welcher Situation du bist. Stell dir mal vor, wie schön es ist, wäre, wenn egal was da draußen vor sich geht, egal was da draußen von irgendwelchen Mächten, Regierungen, was auch immer da kreiert wird, welches Kind dieses, welches, welchen Namen dieses Kind auch immer hat, du bist völlig frei und unabhängig, kannst immer dein eigenes Ding machen. Brauchst nie nach der Nase von anderen zu tanzen, brauchst nie nach dem Fähnchen von anderen zu wedeln, zu wedeln,
brauchst schon gar nicht hier so Zäpfchenform. Weißt, was ich mit gemeint ist. Du machst dein eigenes Ding. Und du nutzt gerade jetzt die Chance, das zu entdecken, damit durchzustarten, dem Ruf deiner Seele zu folgen, deinen Seelenberuf daraus zu kreieren. Was kann dir da in der Zukunft noch etwas anhaben? Nichts und niemand. Wenn du dein Ding machst, wenn du bei dir angekommen bist und genau weißt, was dich ausmacht, was deine eigenen Gaben und Stärken sind, nichts und niemand da draußen kann dir etwas anhaben, kann dich erschüttern oder dich bremsen, sondern nur letzten Endes noch du selbst. So, was brauchst du dazu? Und wenn ich jetzt so von dem Seelenberuf, dem Ruf der Seele spreche, mal nochmal zum Bewusstmachen. Schau mal, wie sich der Arbeitsmarkt die letzten Jahre auch gewandelt hat, die letzten Jahrzehnte. Wie war es denn früher? Da hat man Ausbildung gemacht und hat sich irgendwo eine Stelle gesucht oder ein Studium gemacht, irgendwo eine Stelle gesucht. Und bis zum Lebensende war man da in diesem todsicheren Job und hat das gemacht. Und also nicht bis zum Lebensende, bis zur Rente und ist dann in Rente gegangen. Okay. So, wie ist es denn heute? Wie ist es denn heute? Wie vielseitig sind wir denn heute unterwegs? Wie vielseitig müssen und dürfen wir denn heute unterwegs sein? Es ist doch kaum noch jemand, und da gehe ich mal von aus, gehörst du auch noch dazu, genauso wie ich. Es ist doch heute kaum noch jemand in einem Job, den er ursprünglich mal gemacht hat. Wir haben doch eigentlich irgendwann mal nach der Schule irgendeine Ausbildung gemacht, einen Job gemacht, wo wir gedacht haben, okay, dann haben wir was Sicheres in der Tasche. Aber letzten Endes haben wir uns doch damit arrangiert. Es war doch nicht wirklich das, was wirklich unserem Herzen entsprochen hat, weil uns das ja auch niemand beigebracht hat. Das ist schon mal so das eine Ding. Und das andere ist, der Arbeitsmarkt, der komplette Arbeitsmarkt hat sich doch so gewandelt, dass man von jetzt auf gleich, selbst wenn man jetzt noch in einem sicheren Job ist, von jetzt auf gleich die Situation in diesem Unternehmen, auch wenn es ein großes Konzern ist, sich so drehen und wenden kann, dass man dann doch irgendwo gesagt kriegt irgendwann, sorry, Frau Sowieso, ich weiß zwar nicht, wie wir jetzt weiter ohne Sie weitermachen sollen, aber wir probieren es mal ab dem nächsten ersten oder so irgendwie, ja? Und wie ausgeliefert steht man denn da letzten Endes? Und das kann selbst im öffentlichen Dienst können dir solche Dinge geschehen. Selbst da kann es brenzlig werden, weil da Umstrukturierungen sind und keine Ahnung was. Habe ich ja alles auch irgendwo in meinem eigenen Berufsleben erlebt. Ich bin immer ein bisschen davon verschont geblieben, aber auch da gab es immer mal wieder Herausforderungen, wo dann selbst da Umstrukturierungen sind. So, oder du bist vielleicht in der Situation, wo du schon selbstständig bist, vielleicht auch nebenbei selbstständig bist, aber mit so einem Bauchladen unterwegs bist, ganz viele Talente und Fähigkeiten hast, Interessen hast und wirklich nichts funktioniert so richtig. Wie schön wäre es, wenn du jetzt endlich mal die jetzige Zeitqualität nutzen würdest, um das eine Ding zu finden, das dich wirklich ausmacht, und dann das alles mal auf ein stabiles Fundament setzen könntest und dann endlich mal dir dein Leben so zu gestalten, wie du es wirklich, wirklich, wirklich haben willst. Und der nächste Punkt, warum jetzt der richtige Zeitpunkt ist, schau mal, da draußen in der Welt, wenn wir die Aufmerksamkeit drauf richten, haben wir eigentlich da draußen so viele Probleme, wie noch nie, ob die jetzt hausgemacht sind, ob die kreiert sind, ob die künstlich
ins Leben gerufen wurden, was auch immer, egal, sei ja mal alles dahingestellt. Aber im jetzigen Zeitalter, wir haben doch da draußen im Grunde genommen so viele Probleme wie noch nie. Das heißt, was ist denn letzten Endes jetzt gesucht da draußen? Was braucht denn die Welt da draußen? Problemlöser. Problemlöser brauchen wir da draußen. Wir brauchten noch nie so viele Problemlöser wie zum jetzigen Zeitpunkt. Und du, meine Liebe, mein Lieber, ich weiß jetzt nicht, ob wir hier auch Männer mit dabei haben. Hallo, liebe Marie-Louise. Ach, hallo, lieber Thorsten. Thorsten, unser Hahn im Korb hier gerade. So, bei dem Thema Problemlöser waren wir. Du bist doch mal hierher gekommen mit deiner eigenen Vorstellung. Vielleicht hast du eine Idee davon und bist da irgendwo noch vielseitig unterwegs und probierst hier und da und dort und nichts funzt so richtig. Und wenn ich davon spreche, dass etwas so richtig funzt, dann spreche ich wirklich von einem stabilen, mehrfach fünfstelligen Einkommen jeden Monat oder zumindest fünfstellig jeden Monat. Weil wenn du, selbst wenn du alleine bist oder auch wenn du Familie hast, zu zweit oder auch noch ein, zwei Kinder, damit du deinen Körper, deinen Geist und deine Seele in Einklang bringen kannst und dich und deine Familie so ernähren und kleiden und so leben kannst, wie deine Seele sich wirklich wohlfühlt in deinem Körper, braucht man nun mal Geld. Und du bist doch hierher gekommen mit einer ganz eigenen Botschaft, wo genau du, die Welt da draußen, auf dich wartet, deine Botschaft herauszubringen. Gerade in deinem jetzigen Zeitalter, wo es so viele Probleme da draußen gibt. Und deshalb braucht die Welt doch dich. Die Welt braucht doch dich, dass du dich da draußen endlich den Menschen zeigst, deren Probleme du lösen kannst. Da geht es nicht darum, dass du irgendwelche Probleme da draußen lösen sollst, sondern da geht es darum, dass du herausfindest, was genau das eine Ding ist, das dich ausmacht, wo es viele Menschen da draußen gibt, das sind wir wieder bei dem Tenor im Fachjargon, glasklare Positionierung, damit du ganz klar weißt, glasklar weißt, wen sprichst du da draußen an und dass genau die Menschen auch den Weg zu dir finden, denen du helfen kannst und du eben nicht probierst weiter, funktioniert das, funktioniert das, funktioniert das. Und ich meine, da kann man ja auch ganz viel Geld auf der Strecke lassen. Da kann man ja auch ganz viel Geld investieren, in den Sand setzen. Und da kommt wieder so diese jetzige Zeitqualität, die Zeiten des Internets kommt uns doch da entgegen. Wie einfach ist es, wenn du die Menschen da draußen erreichen möchtest mit deiner Einzigartigkeit, da, wo du einfach die Spezialistin bist, diejenige mit genau der Kombination an Talenten, Fähigkeiten und Potenzial, wo du da draußen helfen kannst. Wie genial ist das, wenn du das dann eben auch noch auf dem Weg machen kannst, ohne großartige Fixkosten jeden Monat, weil es einfach online geht. Wo du deinen Beruf, deinen Seelenberuf so ausüben kannst, dass du, egal wo du gerade bist, wirklich die Menschen erreichst, die zu dir passen, die du auch erreichen möchtest, die wirklich deine Hilfestellung brauchen. Und ich bin überzeugt, da draußen gibt es so viele Menschen, und das klingt jetzt nicht bewertend, nur um es dir mal zu verdeutlichen. Wenn wir uns deine Lebensgeschichte anschauen, da gibt es Dinge, die du bislang wunderbar gemeistert hast. Da gibt es Dinge, die nicht so prickelnd waren, die wir so ein bisschen als negativ bezeichnen. Und da gibt es eben auch Dinge, wo du sagst, ja, dafür interessiere ich mich und dafür interessiere ich mich und dafür interessiere ich mich. Das heißt, du hast auch so ein ganz eigenes Wissen im Laufe deines Lebens dir angeeignet. Und da gilt es so, das eine Ding noch herauszufinden, was genau das eine Ding ist, das dich hauptsächlich ausmacht und die anderen Dinge mit reinzupacken.
Und da stehst du hier irgendwo mit diesem Wissen. Und das hat jetzt nichts mit Bewerten oder Beurteilen zu tun. Du stehst, ich will es nur mal verdeutlichen, du stehst hier irgendwo mit deinem Wissen. Und da gibt es da draußen Menschen, die genau das Wissen brauchen, das du aktuell hast. Die stehen hier. Wie sehr wünschen die Menschen sich, dass du dich da draußen endlich zeigst mit den Dingen, wo du Meister geworden bist. Und da gilt es nicht mit dem Bauchladen, also nicht mit dem ganzen, mit den ganzen Interessen und Talenten und was weiß ich, daraus zu gehen, sondern das zu einem Ding zu formen natürlich. Wie viele Menschen gibt es da draußen, die wirklich deine Hilfestellung auf die Art und Weise brauchen? Und wie geschickt, höflich und unterstützend und ja, mir fehlt gerade so das eine Wort, nach dem ich suche. Mir fehlt das eine Wort, nach dem ich suche. Ne? Hör auf zu suchen, dann kann ich es finden. Universum, bitte Wort. Wir haben doch alle irgendwo ein Stück weit ein Helfersyndrom in uns. Wie genial wäre es denn, genau für die Menschen, die hier stehen und du stehst hier, wenn du dich denen jetzt mal zeigst, wenn du beginnst, jetzt mal deine Lebensaufgabe zu entdecken, das, was dich wirklich ausmacht, damit du dich denen zeigen kannst, um die Problemlöserin, der Problemlöser da draußen zu sein, den du, der du wirklich sein möchtest, kannst, willst, was genau dir entspricht und hier Spuren hinterlässt, dein Stückchen beiträgst für eine bessere Welt. Das müssen ja auch nicht unbedingt, das können ja auch Projekte oder irgendwelche Dinge sein. Ich meine, weiß ja nicht, also wenn wir zusammen da einen Weg gehen, ich begleite dich die ersten 4 Wochen, dann hast du deinen Seelenplan schriftlich in der Tasche. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Nur solange du dich da draußen nicht zeigst und versteckst, können die Menschen da draußen dich nicht finden. Und solange du dir auch nicht erlaubst, dem Ruf deiner Seele so zu folgen, dass du daraus den Seelenberuf kreierst, wirst du ja auch immer von anderen Systemen, Firmen, Organisationen, was auch immer, abhängig sein. Solange kann das nicht funktionieren. Das ist jetzt alles so vereinfacht dargestellt. Natürlich gehört da ein gewisser Background dazu. Natürlich gehört ein anderes Mindset dazu. Vor allem, wenn es darum geht, sich zu erlauben, auch die Geldenergie ins Leben zu ziehen, die du wirklich haben möchtest. Da brauchst du ein anderes Mindset. Du brauchst auch eine andere Denkweise als bisher. Das sind alles ja Dinge, die wir ja auch in der Akademie machen. Da geht es zum großen Teil einfach um Mindset-Arbeit. Sind auch ein paar technische Dinge dabei und Schritt-für-Schritt-Anleitungen, klar. Aber ein ganz großer Teil ist einfach Mindset. Denn mit unseren Gedanken, die nicht sind, sondern eine Form von Energie und alles ist eine große Energie, die wir aussenden, erschaffen wir uns unsere Lebenswirklichkeit. Und da gilt es anzusetzen und bis zum 7. Lebensjahr ungefähr, haben wir alles, was so auf uns eingeströmt ist, wirklich ungefiltert aufgenommen. Und das hockt ganz tief in unserem Unbewussten. Deshalb unterscheide ich so gerne zwischen Unterbewusstsein und noch eine Etage tiefer, zwischen Unbewusstem. Da gilt es anzuknüpfen. Solange die Dinge im Unbewussten nicht gelöst sind, werden wir immer im gleichen Schema da agieren und werden da nie rauskommen. Müssen wir uns nichts vormachen. Diese Dinge, die im Unbewussten rumoren, da kannst du noch so sehr mit Glauben setzen und noch umformulieren. Ja, ist alles wunderbar. Aber es gilt einfach, die Dinge im Unbewussten auch zu lösen, damit das funktioniert. Das ist ansonsten so, mentale Ausrichtung, du hast eine CD und legst sie in den Player rein und die CD ist bespielt mit den Beatles und du sagst dir, okay, ich habe was von Mindset-Arbeit gehört und klare mentale Ausrichtung,
Ich übe mich jetzt da drin und lege die CD da rein mit der klaren mentalen Ausrichtung, mit dem Glaubenssatz, die CD spielt mir Mozart ab. Das kann nicht funktionieren. Die CD ist mit den Beatles bespielt. Da kann die klare mentale Ausrichtung, der Glaubenssatz noch so stark sein, die Mozart da abzuspielen. Es wird nicht funktionieren, weil noch eine Etage tiefer im Unbewussten einfach was anderes programmiert ist. Und deshalb ist diese tiefgehende Mindset-Arbeit, was wir ja auch machen, das, was ich ja auch vermittle, was ich, diesen Weg bin ich ja auch erstmal gegangen. Deshalb ist das so wichtig. Und das ist auch der Grund, warum wir diese Dinge alleine hinkriegen. Das ist der Grund, warum ich früher auch so lange darum geschippert bin, um es metaphorisch auszusprechen, auf dem Boot gehockt hat, auf dem See und hier geguckt habe und da geguckt habe und da was nachgemacht habe und da was ausprobiert habe und da und da und da. Und letzten Endes sternenförmig auf diesem See, hier, hier, hier. Und da ist das rettende Ufer. Und um dahin zu kommen, braucht es einfach eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Klar, wie Navigationssystem. Wenn du dich in, keine Ahnung, Hamburg ins Auto hockst und ins Saarland nach Saarbrücken fahren willst, brauchst du auch ein Navi, damit du schnell da ankommst. Fährst ja auch nicht einfach los. Und so ist das hier nichts anderes. Und dann gibt es jetzt so die zwei Läger, gerade so in dem jetzigen Zeitpunkt. Zum jetzigen Zeitpunkt, in der jetzigen Zeitqualität. Die einen sind so in dieser Schockstarre drin, was geschieht da draußen alles und abwarten und keine Ahnung, was auch immer der ein oder andere da so macht. Unsicherheit, jetzt nicht und erst mal gucken und und überhaupt nicht. Und die anderen sagen, jetzt packe ich es an. Jetzt packe ich es an. Jetzt starte ich durch. Ich bin es jetzt leid. Das, was da draußen geschieht, wenn so eine Situation wieder kreiert wird, dann bin ich in Sicherheit, habe mir mein Leben nach meinem Herzen erschaffen. Dann kann mir nichts und niemand da draußen was anhaben, geschweige denn mich aufhalten. Und diejenigen, die dann jetzt so in dieser Schockstarre sind und ihre Chance nicht nutzen, da jetzt wirklich mal was draus zu machen, das sind dann genau diejenigen, die dann denken, das nächste Mal, wann auch immer das nächste Mal ist, es wird irgendwie kommen, hätte ich doch nur. Und selbst wenn das nächste Mal hier von außen bestimmt nicht kommt, das war meine Intention. Wie will ich zurückblicken auf mein Leben? Und ich wollte zurückblicken auf mein Leben nach dem Motto, es hat zwar ein paar Jährchen gedauert, bin ja schon ein bisschen älter als 25x, aber ich habe die Kurve noch gekriegt, ich bin auch dem Ruf meiner Seele gefolgt, ich habe hier noch Spuren hinterlassen, ich habe noch was bewegt. Ich habe noch vieles da draußen in Bewegung gesetzt, habe viele Menschen inspiriert, habe meine Botschaft rausgetragen, habe noch ein glückliches und erfülltes Leben gelebt, habe aufgehört, da rumzukrebsen, sodass das Universum mir auch noch in der Richtung eine Diagnose schickt. Ja, es war ein erfülltes Leben, jetzt kann ich wieder gehen. So wollte ich auf mein Leben zurückblicken. Frag dich das mal, wie willst du auf dein Leben zurückblicken? Jetzt die Chance ergreifen und durchstarten oder länger in der Starre bleiben, dir vielleicht auch die Geschichte zu erzählen, jetzt geht es nicht, weil und ich muss erst noch dies machen und muss erst noch das machen und muss mir erst noch, muss mein Geld-Mindset noch auf ein anderes Level bringen, damit ich Geld habe, um in mich und meine Persönlichkeit zu investieren. Das wird nicht funktionieren. Das ist das, sorry, wenn ich so ehrlich bin, aber ich weiß, wovon ich spreche, weil ich mir früher lange genug diese Geschichten auch erzählt habe. Und du kannst es definitiv einfacher haben. Du kannst jetzt wirklich die Chance nutzen und dazu ist jetzt, die Weichen sind vom Universum sowas von richtig gestellt, da wird jetzt so viel ans Tageslicht noch kommen durch diese ganze Geschichte. So viele Unwahrheiten und Lügen und. Und
Deine Chance ist es jetzt, Klarheit zu schaffen für dich, aufzuhören, dir andere Geschichten zu erzählen, sondern wirklich mit dir ins Reine zu kommen, hier zu finden, was ist genau dein Ding und damit durchzustarten. Okay? Ja, mal ein bisschen Klartext heute gesprochen. Sorry für die Ehrlichkeit, aber ich möchte dich wachrütteln. Ich würde so gerne manchmal in dem einen oder anderen Kopf, wie beim Computer, Format C machen, weil ich weiß, was alles für dich möglich ist, was für eine großartige Persönlichkeit du eigentlich bist in deinem Kern, weil ich dich mit anderen Augen sehe, als du dich selbst siehst. Ich wirklich weiß, was für dich möglich ist, was für ein wunderbares Potenzial in dir ist, was da draußen eigentlich alles auf dich wartet, wenn du denn mal losgehst. Wenn du dir denn mal die Schritt-für-Schritt-Anleitung holst. Ja. Aber ich kann leider in deinem Kopf nicht Format C machen. Ich darf es auch nicht. Das wäre ein Eingriff in die Persönlichkeitsrechte. So sehr ich es auch manchmal gerne machen würde. Du bist so eine wunderbare, einzigartige, individuelle Persönlichkeit. Und du bist mal hierher gekommen und wolltest dein Potenzial entfalten. Du wolltest dein Ding machen, du wolltest die Welt entdecken. Du wolltest auf deine eigene Art und Weise kreativ sein. Du wolltest was auch immer. Wann legst du die Schleier ab? Wann beginnst du zu leben, so wie du es eigentlich wirklich möchtest? Ja. Es gab wohl viele Leben schon vor dem jetzigen Leben und es mag auch noch mal ein Leben oder viele Leben nach dem Tod geben, Tod in Anführungsstrichen. Aber das jetzige Leben im jetzigen Körper, das haben wir nur einmal. Und wir sind doch hierher gekommen, um es zu leben, um uns ein freudvolles, gesundes, glückliches Leben hier zu erschaffen, um Freude, Leichtigkeit und Spaß zu haben, ohne Mangel. Dazu sind wir doch hier. Wann startest du durch? Wann ergreifst du deine Chance? Rüttel, rüttel. Okay, hast du noch Fragen? Ich weiß jetzt gar nicht, ich guck mal auf meinem Smartphone, ob ich da Fragen sehe. Facebook hat da manchmal so eine Eigenart. Manchmal sehe ich direkt Fragen, manchmal sehe ich sie nicht, manchmal sehe ich sie auf dem Handy, manchmal sehe ich sie auf dem Computer. Einen Wundendes jetzt gesucht. Da So, Problemlöser klingt gut, schreibt die Edeltraut. Ja, genau. Werde zum Problemlöser. Und werde dir klar drüber, was genau dein Ding ist, damit du genau die Menschen da draußen ansprichst, die wirklich zu dir passen. Gut. Meine Liebe, das Wort zum Montag. Let's talk about your Seelenplan. Morgen habe ich noch genau zwei freie Termine im Kalender. Wer von euch jetzt schnell dabei ist, schnappt sich den Termin und dann sprechen wir. Ich nehme mir Zeit für dich und schauen mal genau hin, wie genau deine weiteren Schritte ausschauen können. Link findest du hier in den Kommentaren. Nutz deine Chance. Nutz die Chance in der jetzigen Zeitqualität, damit du wirklich frei wirst. Damit du ein, wie ich das früher immer gern genannt habe, ein wirklich holistisch freies Leben dir erlaubst. Für dich, für deine Familie, für deine Lieben, für die Zukunft, die Zeit, in der du lebst, in der wir alle leben. Vergangenheit ist vorbei. Ja, da gibt es das ein oder andere vielleicht mal noch anzuschauen und zu lösen. An Dingen, die im Unterbewusstsein und im Unbewussten darum rumoren, das machen wir alles.
Und dann geht es weiter in diese Richtung. Raus aus der Starre, raus aus Ängsten, raus aus Zweifel, raus aus mangelnder Anerkennung, raus aus mangelnder Selbstliebe, raus aus mangelndem Selbstvertrauen und hin zu Selbstvertrauen, hin zu Selbstliebe, hin zu einem glücklichen, freudvollen, gesunden Leben mit allem, was dazugehört, so wie du es dir wirklich aus ganzem Herzen wünschst. Das geht. Das geht. Okay. Alles Liebe. Bis ganz bald. Ciao.